Kramer, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich wusste gar nicht, was man in diese Debatte hineinpacken kann, wo es im Grunde nur um eine rein sachliche Anpassung ging in mehreren Dutzend Gesetzen, aber es ist auch interessant. Aber hier sitzen ja heute Experten für Schifffahrt. Jeder hier weiß im Grunde, ein Schiff im Hafen ist sicherer als auf hoher See. Ein Schiff im Hafen kommt allerdings auch nicht voran. Das beschreibt die Entwicklung der WSV in den vergangenen Jahrzehnten sehr gut. Über viele Jahre hat sich bei der WSV nichts getan. Für Politik und Beschäftigte war es eine beruhigende Stille. Aber die WSV ist gealtert und so auch zum Sanierungsfall geworden. Die WSV darf dabei allerdings nicht das Schicksal erleiden, wie das Traditionsschiff Roland von Bremen, das 2014 im Bremer Hafen gesunken ist. Dass die WSV dringend reformiert werden muss, darüber besteht zumindest heute weitgehend Einigkeit. Das habe ich hier entnommen. Die schwarz-gelbe Vorgängerregierung hat die dringend notwendige Reform angeschoben. Zwischenzeitlich haben wir allerdings einige der abenteuerlichen Ideen unseres damaligen Koalitionspartners aus dem Reformkonzept entfernt. Auftragsverwaltung und Privatisierung muss niemand mehr fürchten. Wir konzentrieren uns auf das Wichtige, nämlich die Modernisierung einer Verwaltung, die in vielen Bereichen noch auf dem Stand der Nachkriegszeit war. Gleichzeitig ist es aber gelungen, die Mitarbeiter besser zu beteiligen. Der Dank dafür gebührt insbesondere unserem Verkehrsminister Alexander Dobrindt, der bei der Reform besonnen nachjustiert hat und den Dialog mit den Beschäftigten gesucht hat. Ein wesentlicher Bestandteil der Reform ist die Zentralisierung der Verwaltung durch die neue Generaldirektion. Die WSV hat endlich einen eigenen Häuptling. Die Struktur der 7 Direktionen war nicht mehr zeitgemäß. Viele zentrale Steuerungsaufnahmen kann die WSV nun selbst übernehmen. Die Fachverwaltung gewinnt dringend notwendige Unabhängigkeit von der Ministerialverwaltung. Durch eine Stärkung der Wasserstraßen und Schifffahrtsämter bleibt die WSV auch in der Fläche ein verlässlicher Ansprechpartner. Gleichzeitig hat die Koalition, die Große Koalition, Konsequenzen gezogen aus dem Personalproblem. Mit Hilfe der Unterstützung unserer Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, hier dann natürlich auch von unserer Seite Norbert Backmann, Eckhard Rehberg, Norbert Bartle, konnten nach vielen Jahren des Jobabbaus wieder neue Schlüsselstellen geschaffen worden. Der Kollege von der SPD hat es angesprochen, wir sind aber auch in Konkurrenz damit mit der Wirtschaft heute, das muss man einfach sehen. Die Reform der WSV ist jedoch nicht abgeschlossen. Sie hat aber mit der Schaffung der GDWS, die nur noch gesetzlich verankert wird, hier heute eindeutig den richtigen Weg. Die Opposition hat in erster Lesung und im Ausschuss kritisiert, die Reform werde zu langsam umgesetzt. Ich habe ja vor dem auch im Bereich Schifffahrt gesprochen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, wenn das Schiff den Hafen verlassen soll und der Anker gelichtet ist, heißt es nicht gleich volle Fahrt voraus. Dann erleiden Sie auch als Opposition wiederholt Schiffbruch. Das Schiff WSV hat Fahrt aufgenommen, aber noch nicht die hohe See erreicht. Liebe Opposition, wer nicht auf Grund laufen will, muss Geduld haben. Gerade die Grünen, die 7 Jahren Regierungsbeteiligung rein gar nichts auf den Weg gebracht haben, sollten sich hier nicht zu weit über die Reling lehnen. Seit Beginn der Reform hören wir von Frau Wilms, wir sollen dem Ministerium einheizen. Dabei haben die Grünen selbst jahrelang auf dem Sonnendeck gelegen. Frau Wilms erzählt uns auch immer, wir müssten das Anlagevermögen der WSV ausweisen, um Transparenz zu schaffen. Was auf jeden Fall dabei transparent würde, Frau Wilms, ist, dass wir weitaus mehr in den Erhalt der Wasserstraßen investieren, das kann ich dem Kollegen Herzog jetzt nicht ersparen, als es Rot-Grün jemals getan hat, als wir 7 Jahre Regierungsverantwortung übertragen haben. Und ich muss an der Stelle auch ausdrücklich sagen, der Kollege Manfred Behrens hat sich nachdrücklich immer wieder für den Erhalt Magdeburg, für den Erhalt der ostdeutschen Wasserstraße eingesetzt.
Solidarität war hier eindeutig gegeben. Aber ich kann Ihnen das auch nicht ersparen, Herr Behrens, die Linken sind kein Deut besser. Auch Herr Behrens will, dass es vorwärts geht. Gleichzeitig wirft er aber den Anker. Ihr Änderungsantrag, die Bundesländer bei jeder Anpassung der Rechtsverordnung zustimmen zu lassen, soll doch nur die Reform verzögern. Mal wieder schwelgen die Linken nostalgisch lieber an alten Zeiten. Dass gerade die Sozialisten eine Verwaltungsstruktur aus Kaiserszeiten am vehementesten verteidigen, ist aber eine besondere Ironie der Geschichte. In erster Lesung haben Sie, Kollege Behrens, gesagt, die GDWS sei eine Briefkastenfirma. Ich hatte nie Probleme, dort jemanden zu erreichen. Vielleicht scheitert die Kommunikation daran, dass Ihre Partei mal wieder tote Briefkästen benutzt. Bei der Koalition hingegen ist die Reform der WSV in besten Händen. Minister Dobrindt als erfahrener Lotse, Enak Fährlemann als Steuermann, der sachlich mit der Opposition umgeht, der aber auch den Klabautermann durchaus mal vom Bord jagt, werden diese WSV-Reform sicher auf Kurs bringen und zu einem guten Ende führen. Herzlichen Dank. Nachdem wir jetzt den Hafen dieser Debatte sicher erreicht haben, kommen wir zur Abstimmung über den von der Bundesregierung.